Recht herzlich willkommen zur 12. Folge von Europa Universalis 4 mit Köln, was vielleicht Westfalen wird und dann Deutschland. Ja, wir haben es geschafft hier. Wir haben die Braunschweiger besiegt. Die ziehen schon alle ab. Und das bedeutet, wir können hier erstmal gerade reingucken. Da haben wir noch einen Aufstand der hessischen Nationalisten. Die machen wir mal weg. Machen wir eine raue Behandlung. Dann verstehen wir das schon. Und das sind nicht die einzigsten. Also da ist zurück. Und die Klevian Nationalisten kann ich nicht mehr rau behandeln. Einfach aus dem Grund, weil wir dann keine militärische Macht mehr haben. Ne? Gut, was bräuchten wir? Steht da jetzt auch nicht, ne? Gut, okay, dann lassen wir das hier erst sein. Gut, das war's. Bilanz 7,56. Ein paar Darlehen haben wir noch. Können wir auch noch was tilgen? Zurzeit nicht. Nein, aber wir wollen ja auch hier eigentlich hin und einen Frieden verhandeln. Mit Braunschweig. Und so sieht unser Frieden aus im Endeffekt. Gucken, was die noch an der Staatskasse haben. 17 Taler. Und ja, was ist das hier? Dieser Friede führt bei Köln eine Ausbreitung von... Okay. Aha. Ja, das ist halt so, ne? Forderung senden. Pause raus und wohl auf. Wunderbar. Und da kommt gleich eine Nachricht rein. Oldenburg möchte gerne Militärzugang haben. Oldenburg. Ja, komm, akzeptieren wir. So, dann bedeutet das gleichzeitig, wir wollen hier eigentlich eine Kernprovinz machen, genauso wie da. Funktioniert aber noch nicht. Haben wir zu wenig Macht für. Die ziehen wir mal zurück. Darlehen zurückzahlen, das geht. Da kommt natürlich die Antwort vom Kaiserreich. Lehnen wir natürlich ab. Da müssen wir mal gerade reingucken, wie weit da unsere Ambitionen sind mit, minus 5. Dann sollten wir mal die Beziehungsaktionen schnell in Erwägung ziehen und die verbessern. Ja, wieder zurück. Was ist das? Oh, da kommen ein paar Regimenter. Das ist aber schlecht in Hannover und in Heuer. Das geht aber flott. Okay und okay. Wie viel? 3, 8. Wie viel werden das insgesamt eigentlich? Steht da nicht, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sogar. Gut, dann müssen wir warten, bis die aufgefrischt sind. Die ziehen da rüber, das ist gut so. Ja, da kommen wir jetzt nicht gegen gerade, ne? Ja, 4 haben wir schon. Okay. Heuer wird schon kontrolliert. Die dürfen sie nur nicht treffen, ne? Das wäre schlecht, ne? Was steht da? Finanzbericht. Darlehen wird fällig. Können wir bezahlen? Machen wir auch. Gut. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da mal stärker hochkommen. Das Einzige, was wir natürlich machen könnten, wäre, wenn wir Geld haben, Söldner anwerben, aber... Morden abberufen. Da kommt was Neues rein. 50 administrative Macht, 10 Hingabe. Hingabe ist 91. Machen wir weg. So, 16. Wir könnten uns jetzt einen Söldnertrupp anheuern ein. Dann hätten wir schon 5. Ja, jetzt gehen die darüber. Das wird jetzt ernst, ne? Komm, wir heuern erstmal einen an. Haben wir eigentlich einen Anführer? Ja, haben wir. Hannover wird von denen besetzt. Jetzt sieht das schon ein bisschen schwierig aus, ne?
Lass mal bitte weg. Die dahin. Und da. Oh, Bronzemörser ist da möglich. Interessant. Der Lohe ist tot. Das ist schlecht. Das war doch unser Admiral, oder? Unser General. Aber der haben wir einen anderen gehabt, okay. Geht noch nicht, müssen wir noch eine Runde warten. So, jetzt geht's aber. Und das wird auch Zeit dann. Weil wir müssen die niederschlagen, ne? Ich hoffe nicht, dass die dann... Oh, nee, das ist zu spät. Oh, die kämpfen gegeneinander. Das ist ja richtig cool. Da hätte ich ja jetzt nicht mit gerechnet, ne? Da haben wir gleich leichtes Spiel, ne? Dann gehen wir erstmal da oben befreien. Oder wir gehen doch sofort dahin. Was ist das? Militärzugang? Von Ungarn. Genehmigen wir natürlich. Weiter geht's. Wir müssen sie nur ein, ne? So, 6 gegen 3. Das sollten wir schaffen. Gewonnen. Und dann zurückziehen. Und Heuer befreien. Nee, da wollte ich nicht hin. Zurück. Geht noch nicht, okay. Ein schwarzer Tag für die Kirche war das. Hat Köln als ihren neuen Rivalen Böhmen. Oh, das hört sich nicht gut an. Gut, das haben wir geschafft. Da müssten wir jetzt mal gerade gucken. Armee von Paderborn. Was sind da denn für welche, bitteschön? Das müssten noch Söldner sein, oder? Remsklötz. Söldnerregiment, das kann ja schon mal gleich weg. Und dann haben wir da noch eins drin, ne? Galloway, Galloway. Waffenträger. So, die abspalten. So. Armee von auswählen und auflösen. Okay. So, dann sind es nur noch die 4. Die ziehen wir nach Westfalen zurück. Das war daneben geklickt. Da wollte ich hinklicken, weil da geht jetzt schon was. Allerdings würde ich... Ah, das ist teurer. Okay. Dann machen wir erst Heuer. Zur Kernprovinz. Wunderbar. Schauen wir mal. Pause raus. Truppen runter. Und Böhmen ist unser nächster Gegner. Könnte man so sagen, ne? Wir haben einen Rivalen noch frei. Ja, dann ist es das auch so. Die werden sowieso auf uns zukommen, gehe ich mal von aus. Was machen die? Wenn wir denen den Krieg erklären, ist Österreich dabei. Das ist schlecht. Und die Münsteraner, Utrecht, Lüttich und Frankfurt. Utrecht wäre da. Da ist wohl gerade eine Belagerung zugange. Was ist mit denen? Das waren unsere Bündnispartner, ne? Ne, doch nicht. Da wollten wir gerne immer mit nette Bekanntschaften machen, weil wir eine Mission da haben, ne? Beziehungen verbessern, senden. Ja. Das wird doch schwierig. Mit den Truppen. So, hier können wir Maßnahmen ergreifen. Ja, geht. Machen wir. Maßnahmen gegen... Ja. Zurück. Wen haben wir noch? Das nochmal. Geht aber auch noch. Zack. Dann sind die wieder nett zu uns, ne? So, was haben wir hier? Darlehen wird fällig. Unruhen ist auch klar. Maraterplatz. Waffenruhe wird enden und haben auf Stade und Meppen Anspruch. Stade war da, ne? Oder ja. Meppen da. Ja, Osnabrück.
Hessen haben wir keinen Anspruch drauf. Sollten wir vielleicht mal machen, oder? Kriegen wir jetzt aber nicht hin gerade, weil alle zwei beschäftigt sind. Köln für den Oldenburg und das andere in Gelbe. Ah ja, klar, das hatten wir ja gerade gemacht. Okay, da sind schon 5 Einheiten. Geld wird mehr. Was machen denn die Darlehen? Wie lange haben wir da noch zu laufen? 14. Anziehungsverbesserung Oldenburg abberufen. Und da auch abberufen. Da kam jetzt eine Baumöglichkeit rein. 13, 13, 13, 6. Ja, machen wir das hier mal, ne? Das hat jetzt uns eine Mark gekostet, aber alles gut. Ja, irgendwann ist Münster hier wieder fällig, ne? Aber wir müssen erstmal schauen. Hessen ist ja eigentlich das, was ich gerne hätte, aber geht jetzt nicht. Aus dem Grunde, dass wir den Österreicher dahinter haben, ne? Was ist das hier? Entdeckung. Kongo-Bucht. Aha. Gut. Geld kommt. Ja. Blättern wir mal gerade durch. Ist gerade so nicht so viel zu machen, ne? Hat man hier nicht einen Berater? Nee, ne? Da weiter. Ist Hessen. Zurück. Unser Land anschauen. Aachen wird freundlicher. 7,32. 22 Taler haben wir gerade. Da ist alles gut. Hier dauert's noch. Aber eben hatten wir doch... Ist das immer noch das gleiche? Ja. 100. 100. Hier kann man nichts machen. Da war ja nichts, ne? Aber da kommen schon wieder die netten Kollegen. 12 von 16 Einheiten nochmal. Einmal Maßnahmen für die Herrschaften. Und die anderen sind friedlich. Finanzbericht. Ja, da den Zurückbezahlen machen wir. Probleme lösen, verliere 1 Stabilität, erhalte 3 Inflation. Machen wir das. Und müssen wir da gerade gucken, können wir das wieder hochschrauben? Nein, können wir nicht. Fehlt uns 50 Punkte. In der administrativen Macht, das kriegen wir aber hin. Und das Land ist sehr stabil dann, ne? Okay, dann haben wir das geschafft. Dann müssen wir das noch machen. Und das geht auch sogar schon. Ja, machen. Jetzt haben wir die administrative Macht zwar weggegeben für die Stabilität, aber ist egal. Hier haben wir 6 Truppen. Der Rudolf von Barton. Nahkampf 2, Manöver 1. Bringer ist das auch nicht, aber was willst du machen? Ja. Was mit den... Und Diplomatie? Bündnis wollen sie nicht. Wie weit ist denn das? Oh, so weit, okay. Ja, Darlehen zurückzahlen. Gut. Da rechts wird in Thüringen gekämpft. Das Böhmen, ne, oder? Ne, Mainzer sind das. Okay, die laufen da hinterher. Brandenburg. Hessen, wie sieht's denn in Hessen aus? Die Österreicher sitzen noch dahinter. Trier und Bayern ist auch auf deren Seite. Okay, dann wird das nix. ...691 haben wir da nur noch. 704 kommt gerade wieder höher. Gut, müssen wir ein bisschen warten, ne? Was ist das? Ah, wieder Unruhen.
Braunschweiger Nationalisten. Zack. Rwanda. So, 7. Wir müssten mal noch mehr kriegen, ne? Gut. 40 Taler haben wir. Geht's denn da höher? Oh ja. Können wir denn auch Waffen irgendwo bauen? Kanonen bauen? Tatsächlich, wir können schon Kanonen bauen. Das ist ja krass, ne? So, 44,8 kostet überall, oder? Ja. 29 Tage hier, 28. Ich glaube, 28 ist das wenigste, ne? Ja, dann bauen wir doch mal eine. Ja. Da ist er. Ziehen wir die da rüber. Und dann ist das unsere Großarmee. Da ist einer gestorben, aber ich glaube, der ist nicht so wichtig. Jetzt haben wir 8 Einheiten. Gut. Das wird geeint. Wie sieht's hier aus? Noch 28. Aachen, was mit denen? Die sind ja gegen uns, ne? Aber da sind die Österreicher bei. Allerdings hätten wir da Trier, Brandenburg und Bayern auch auf unserer Seite. Wäre natürlich eine Überlegung wert, ne? Mit Geldern, aber die haben auch schon 7 Einheiten. Lassen wir es besser. Das ist unser Freund. Die. Oh, das sind so viele Gegner. Böhmen ist da auch bei. Das würde ganz schlecht laufen. Verbotene Pilgerfahrten. Da verlieren wir Prestige und da verlieren wir Hingabe. Dann kommt die Hingabe weg. Okay, kein Militärzugang mehr. Wie sehen denn die Beziehungen ja so aus? Kein Bündnis. Können wir Beziehungen verbessern? Ja, machen wir mal. Oh, jetzt haben wir schon 9 Einheiten. Und gleich kommt eine Reitereinheit noch dabei wohl. Dann haben wir auch 10. Pause weg. Da war der erste. Noch nicht ganz. Erst nächsten Monat. Gut. Ja, was machen wir dann als nächstes? Das ist die Frage, ne? Wer steht zu denen? Altmark Österreich auch bei. Und Böhmen auch. Das sieht nicht dann gut aus. Münster. Achso, das hatten wir ja. Das waren ja die drei. Utrecht, Frankfurt. Utrecht wären nicht dabei. Lüttich und Frankfurt wären dabei. Lüttich ist hier. Zurückholen. Okay. Braunschweig ist Kernprovinz. Münster brauchen wir keine Beziehungen verbessern. Gut. Läuft noch. Geldra. Kernprovinz erhalten und. Nein, das wird nicht besser. Irgendwie müssen wir da mal die 100 Punkte schaffen, ne? Aber wie? Achso, ich habe auch mal versucht, was zu schaffen, ne? Aber da war Österreich auch mit im Boot. Obwohl, eigentlich nicht, ne? Ich glaube, die sind nicht umrandet, ne? Oder? Weiß ich auch nicht. Ungarn hat das Militärbündnis, Militärzugang aufgekündigt. Das ist aber auch nicht so schlimm. Jetzt sind wir hier 10. Gut. Ach so, da ist noch was. Die Braunschweiger Nationalisten, ne? Wer ist das? Elsass.
und Böhmen. Und Sachsen. Okay, dann können wir uns auf den Krieg vorbereiten, denke ich mal. Dann machen wir da die Maßnahmen. Ich wollte sie eigentlich niederschlagen mit Waffengewalt, wenn wir da vor Ort sind, aber ich gehe mal von aus, dass wir jetzt eher gleich die Böhmer vor der Tür haben, oder? Was mit denen? Stadeberg Geldern und Mecklenburg gegen uns. Das wäre jetzt nichts Schlimmes, aber die anderen sind nicht auf unserer Seite. Was ist das denn? Militär gespalten. Festungsverteidigung plus 20. Belagerungsfähigkeit plus 10. Defensive oder? Das ist wieder. Aber das sind nur 10% und dann machen wir das. Weiter geht's. So, jetzt haben wir Mainz. Was ist mit Frankfurt? Wenn wir die angreifen würden, hätten wir auch die Österreicher auf unserem Hals. Bringt also nichts. Okay. Damit zurückzahlen ist gut. 0,2 zurückzahlen. Passt. Oh, dann sind es schon unter 10, ne? Oder? Wie ist es mit den Darlehen? Ne, 10 sind es genau, okay. Aber das wird. Finanziell werden wir uns da bald besser stehen wieder. So. Ja, Krieg führen ist irgendwie gerade nicht. Also ist schon, ne? Können wir hier machen, oder? Wie sieht's denn da jetzt aus? Lüttich und Frankfurt würden kommen. Frankfurt wäre mit 7 dabei. Wir hätten aber Trier, Brandenburg und Bayern auf unserer Seite. Das bedeutet dahin. Und ich glaube, wir erklären denen den Krieg. Dingens ist noch aktuell, ne, Meppen, oder? Stade und Meppen. Ja. Zack, oder? Ein Ruf zu den Waffen. Das war ja gerade mal, ne? Der passende Moment. Wir hätten beinahe einen Krieg angefangen. Aber so ist schon einer so da. Euer Verbündeter fordert eure Unterstützung. Und zwar Brandenburg. Gegen Sachsen. Das ist ein Angriffskrieg. Sachsen ist alliiert mit Elsass und Nürnberg. Wir werden definitiv akzeptieren. Und gucken gerade Sachsen und Elsass. Ist es nur Nürnberg? Ist noch nicht mal mit dem Krieg gezogen. Okay. Das bedeutet, Elsass ist dort unten. Trier lässt uns sowieso durchmarschieren, oder? Bitte um Militärzugang. Senden. Und die Pfalz lässt uns nicht durch. Lässt uns denn Burgund durch? Ja, das wird so sein. Senden. Gut, damit werden wir Zugang haben. Darlehen zurückzahlen. Okay, okay. Stopp, wir gehen nochmal auf das Geld. Pause ist drinne, Pause ist drinne. Und erhöhen gerade unsere Steuern, nämlich die Kriegssteuern. Wunderbar. Und dann bedeutet das, dass wir hier runterziehen und gucken, was in Elsass los ist, ne? Ja, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.